Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen noch einmal zum allerletzten Part, der anscheinend jetzt ganz kurz sein wird. Ich erkläre euch gleich, warum. Ja, dass wir das Ganze hier mit Daniel Ricciardo abschließen. Noch ein kurzes Video meinerseits. Wir sind Fünfte geworden in der Meisterschaft insgesamt, oder das war eh schon vor der letzten Runde hier in Abu Dhabi, klar. Tja, anscheinend habe ich hier. Ich habe bin ja mit dem Lenkrad wieder gefahren, mich da anscheinend einmal bei der Aufnahme verdrückt und irgendwie die Aufnahme dann abgebrochen. Keine Ahnung, wie mir das gelungen ist, aber irgendwie anscheinend doch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mit der Aufnahme was schief gegangen. Sorry dafür. Ja, wir sehen hier die Endtabelle. Verstappen vor Hamilton. Ja, schade, dass ich jetzt in dem Bildschirm bin. Sonst hätten wir können uns noch einmal die Wiederholung anschauen. Aber die haben wir jetzt natürlich nicht, aber ist egal. Ist nicht so dramatisch. Verstappen vor Hamilton in der Endtabelle vor Perez und Bottas. Wir sind Fünfter eben geworden. Und jetzt im letzten Rennen war das einzige Interessante noch. Wir konnten Norris mehr oder weniger zum P6 verhelfen. Leclerc war in der Startaufstellung 1 sogar vor ihm. Dann konnte man ihm ein bisschen helfen. Und dann hat uns Norris überholt. Alonso war noch vor uns. Den konnte ich nicht folgen. Mein Speed war so 1-2% von der Stärke, von der KI ein bisschen zu langsam, ja, so vom Gefühl her. Norris konnte dann bei uns einmal vorbei mit DRS und konnte dann sogar noch in der vorletzten letzten Runde Alonso angreifen und überholen sogar. Ja, folgedessen ist jetzt Norris vor Leclerc geblieben. Sehr schön. Alonso auf der 8. Gute Leistung mit seinen Alpinen. Mehr ging da nicht. Ja, wir eben P5. Gute 100 Punkte hinter Bottas immerhin. Aber ja, so ist es halt. Ja, dieses Video ist eben jetzt ganz kurz, aber da ist mal, dass wir eben diese Saison mit dem Ricardo abschließen. Ich bin jetzt das Rennen gerade gefahren und leider hatte ich die Panne mit der Aufnahme. Ja, das ist natürlich relativ bitter jetzt gewesen für mich, wie ich gesehen habe, dass die Aufnahme gar nicht läuft. Naja, sorry dafür. Ja, ob es Formel 1-mäßig jetzt noch irgendwie irgendwann was gibt, weiß ich nicht. Vielleicht bekomme ich ja Bock auf My Team oder keine Ahnung. Oder mit irgendwem anderen so eine Sprint-Saison oder auch eine große Saison. Fahren wir halt nur 12 Rennen oder so oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob ich und was ich in Zukunft noch machen werde. F1 technisch, Einschaltquoten ist natürlich alles auch ein bisschen. Ja, immer wieder weiter am Abflachen. Es wird immer schwieriger auf dem Markt sozusagen. Ja. Wird ja dann schwieriger auch mit der Aufnahme, mit Hochladen. Ja, muss verständlich sein auch irgendwo. Aber egal, schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Und ja, dann sehen wir eh. Was passiert? Es ist halt Formel 1, ja, das macht man irgendwie so vom Fahren her meistens Spaß. KI-mäßig passt das super. Mit der Stärke kann man das alles einstellen und Boxenstopp, das funktioniert alles super. Die Meisterschaft mit den Punkten einigermaßen. Gab zwar auch schon einige Bugs und so. Online haben wir ja gesehen mit Mike beim ersten Rennen oder zweiten. Da haben die Punkte einmal nicht gestimmt, aber naja, aber im Großen und Ganzen haut das, glaube ich, ganz gut hin. Und ja, die anderen Spiele, ich weiß nicht, habe ich jetzt keins, wo ich so unbedingt fahren müsste, obwohl es wahrscheinlich am Kanal einigermaßen noch vernünftig laufen würde, vielleicht wenn ich so Race Room irgendwas machen würde. Aber da so eine Meisterschaft, gibt es da was Vernünftiges, ich weiß es nicht. Dann passt dort wieder mit die Porsche Cup wollte ich da fahren. Dann sind wieder random irgendwie die Autos vorne, keiner, ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist alles so arcade-mäßig und nicht ganz ausgereift. Finde ich schade irgendwo. Ja, vielleicht so eine Art DTM-Saison. Wäre auch ganz witzig wieder mal. Aber ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was in Zukunft kommen wird, vielleicht renntechnisch. Ich weiß es nicht. Ja, MotoGP könnte ich ein bisschen weiterfahren, natürlich auch. Was jetzt rein kompletten Motorsport jetzt betrifft. Ich glaube, das neue MX kommt ja, da werde ich mal reinschnuppern. Und auf der PS4 natürlich. Auf der PS4, sage ich, auf der PS5. In 4K dann hochladen das Ganze. Ja, das macht sicher Spaß.
Und ansonsten schauen wir einfach mal. Ich habe da während der Saison noch mal gesagt, dass ich vielleicht dann mit Mazepin vielleicht fahren würde, das Teamkollege von Schumi und so, aber ja, wenn Ricardo schon nicht wirklich jetzt viel Interesse besteht, dann wird das wahrscheinlich noch weniger sein. Wenn, dann müssen wir wahrscheinlich mit Schumi selber fahren, vielleicht, aber ja, weiß nicht, so 10 Rennen, mit fünf schnellen Runden oder ja, hinten herumgurken, da ist es ja auch. Ja, ob das viel Sinn macht, ich weiß nicht, nicht wirklich wahrscheinlich. Egal. Genug herumgejammert. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Mit Ricardo, dass wir das Ganze hier abschließen, ist jetzt die Endtabelle. Und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann Formel 1 technisch wieder. Ansonsten bei den anderen Videos und Streams, ein paar Projekte habe ich ja eh am Start. Vielleicht ist ja dann ein oder andere von euch mit dabei. Oder wenn ihr eine Idee für mich habt, auch gerne in die Kommentare rein, wenn es irgendwas gibt, was mich dann auch interessiert. Rennsporttechnisch noch. Mal schauen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wenn ihr so nett seid, lasst noch ein Däumchen da für das komplette Projekt hier mit Ricardo. Würde mich freuen, wenn es vielleicht auch den einen oder anderen gefallen hat. Aber wenn du jetzt noch hier am Start bist wahrscheinlich und mich hörst, dann ja, dann wird sich wahrscheinlich doch ein bisschen interessiert haben. Das freut mich und wir sehen uns in den nächsten Videos oder Streams. Ciao, ciao und danke fürs Dabeisein.